Und da sind wir wieder. Zurück zu Minecraft, meine Damen und Herren. Wie geht's euch? Ich bin heute alleine. Der Kürz sitzt in der Uni und studiert sich die Seele aus dem Leib. Und ich sitze hier und wow. Und feiere mich gerade ein bisschen. Ach ja, das hat er kaputt gemacht. Das ist auch noch nicht fertig. Oh, dann weiß ich ja, was ich heute zu tun habe. Dumm, 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 dumm. Oh, ich sag euch, das war eine komische Woche, ey. Das war eine richtig komische Woche. Vor allem gestern. Gestern war Mittwoch. Gestern war Mittwoch. Und mir ist sowas Komisches passiert. Ich bin mit meinem Volleyballteam essen gegangen. Und wir haben keine Zeile mehr. Ich bin mit meinem Volleyballteam essen gegangen. Schön beim Mongolen, schön all you can eat. Check mal das Display, war das lecker? Ach Quatsch. Und richtig schön Meeresfrüchte gegessen. Also ich liebe Meeresfrüchte. Richtig geil. Schön die Meeresfrüchte gegessen. Und hab mich total überfressen. Also wirklich, ich war, boah, war ich voll. Ohne Spaß. Richtig, richtig satt. Ne, kennt ihr das, wenn ihr so über das Sättigungsgefühl hinaus immer weiter fresst und ihr irgendwann nur noch am Kotzen seid, weil es viel zu viel war? Naja, das hatte ich gestern. Und okay. Und na gut, ich dann halt voll mich da am Vollfressen gewesen. Und dann natürlich noch Sport. Schön 2 Stunden Volleyballtraining. Ich dachte mir so, boah. Hab es auf der leichte Schulter genommen, weil ich dachte, ach, wird schon, kein Problem. Aber ich hatte ja überhaupt keinen Bock, mich zu bewegen, ey. Das war ja sowas von schrecklich. Meine Güte. Ich glaube, das waren die hier, ne? Und ich habe mich überhaupt nicht bewegen können auf dem Feld, ey. Ich dachte, ich roll mal zum Ball. Und die hätten mich direkt als Ball nehmen können, ey. Ich war so kaputt. Also, Kenners, denk dran, niemals, wirklich niemals, vom Sport fressen. Das funktioniert absolut gar nicht. Mir ging es richtig scheiße dabei. Aber ich habe mich natürlich zusammengerissen. Also ich musste mich zusammenreißen, weil wir im Moment eine Hobby-Trainingsgruppe mit bei unserem Training haben, weil deren Halle gesperrt ist und wir denen gesagt haben, die können so lange bei uns bleiben. Und da sind ein paar süße Mädels bei. Und da habe ich dann natürlich, da musste ich dann mich zusammenreißen. Also nicht einfach wehleidig machen, weil das kommt bei Frauen nie gut. Hab ich so das Gefühl. Also, mich würde es auch total nerven, wenn eine Frau die ganze Zeit wehleidig da rumhäuser will. Oh, mir tut dies weh, mir tut das weh. Ah, oh, ist alles kacke. Würde mich halt tierisch nerven. Ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber mich wird das nerven. So, jetzt hätten wir damit alles. Ich weiß nicht, was ich machen soll, um ehrlich zu sein. Ich bin jetzt komplett blau in die Aufnahme gegangen. Ach, ich fütter mal die Tiere. So, also ein paar süße Mädels dabei. Und die eine, das war total witzig. Die eine, weiß nicht, ich glaube, die war 23. Auf jeden Fall hat die... Ist sie so ein kleines zierliches Mädchen. Und ich gehe da hin und sag, hier komm, mach mal ein High Five. Und wollte die abklatschen. Und dann das Mädel hat mich gehighfived. Und da sage ich, ey, du sollst zuhauen. Du sollst mich nicht streicheln, du sollst hauen.
Ja, aber ich kann das nicht. Ja, doch, kannst du. So. Und dann habe ich sie Prinzessin genannt. Weil sie halt überhaupt nicht zuhauen kann. Oh, das sollte ich vielleicht nochmal machen hier, ne? Also das ist die nächste. Aber wirklich schön. Geh du da mal. Danke. So, Kühe. Das war echt witzig. Mit dem Mädel. Und die sah halt auch gut aus. Naja, und dann wollte ich absolut nicht. Also ich habe mich richtig zusammengerissen, aber es funktionierte halt nicht, ne? Also mein Bauch war halt komplett überfüllt. Und ich war froh, dass ich mich einigermaßen bewegen konnte. Ich habe echt, gekämpft, dass ich nicht kotze, falls mir so scheiße ging. Melonen, bla bla bla, Kürbis, Kartoffeln, Karotten. Ich glaube Kartoffeln nehmen die, ne? Oder Karotten? Ne, Karotten nehmen sie. Die Schweine. Und dann komme ich nach Hause. Na toll, jetzt habe ich vergessen, mein Handy auszumachen. Und dann komme ich nach Hause. Und mir ging es von Mal zu Mal richtig mieser, ne? Und ich dachte mir schon, oh, du hast dir irgendwas eingefangen. Und dann kam das wirklich, ne? Ich habe, mir war voll kalt plötzlich. Ich habe die Heizung aufgedreht. Und mich samt Schlafanzug unter drei Decken gelegt und mir war so kalt, ich war so am Ende. Ich habe keine Ahnung, was das, wie das passiert ist. Dann bin ich mit Mühe und Not eingeschlafen für eine Stunde. Und nach einer Stunde dachte ich mir, boah, ey, jetzt bist du tot. Und bin dann halt echt eine Runde kotzen gegangen, ne? Wobei ich nicht weiß, woher das kam. Ich meine, ich habe schön lecker Meeresfrüchte gegessen, aber wenn ich von den Meeresfrüchten krank geworden bin, dann sollte ich vielleicht mal beim Gesundheitsamt anrufen. Ach, was mache ich denn hier schon wieder? So von wegen, da läuft da was nicht. Wobei ich, wobei das eigentlich mein Lieblingschinese oder Mongole ist, also da gehe ich halt richtig gerne essen. Ach, komm hier. Dich auch noch. So, ich glaube, ich brauche aber den dafür, oder? Ja. Stimmt. Reichen 14 Stück? Ich bin mir da nicht ganz sicher. Na, ich laufe einfach mal 14 rum. Ja, also das fand ich schön. Also Kinders, denkt dran, sich niemals überfressen. Fressen tut überhaupt nicht gut und geht halt voll auf die Hüften. So. Du. Ey, geh da raus. Danke. Was ist das Komische, ne? Ich bin ja eigentlich komplett tot im Moment. Also mir geht's richtig nicht gut. Hab aber gerade Hunger. Aber ich traue mich halt nicht zu essen, wisst ihr, weil... Oh, hallo Spinnchen. Na komm, komm her. Komm, komm, komm. Wow, hey. Vorsichtig, Junge. Traue mich aber nichts zu essen. Beziehungsweise ich habe hier schön neben mir eine Kanne Kamillentee. Und ein kleines Antibrechmittel genommen. Das läuft jetzt, aber... Das ist halt doch etwas eigen. Oh, hier habe ich noch gar nichts, oder? Na toll. So, also bei den Kühen fehlen noch 4. Ich wette, bei den Schweinen fehlt auch noch was. Oder? Nee, Schweine, das sieht gut aus. Also brauche ich noch 4 Stück für die Kühe. Ey. Kann ich direkt auch mal alles wieder abernten, wa? Nur ein bisschen Sisyphusarbeit nebenbei mache. Mit der Kritz. Ach, ich hab da noch was.
Damit der Kritz hier bald in Ruhe weiterbauen kann, sobald er wieder aus der Uni kommt. Der ist ja nur am Uninieren. Und ich habe Uni gesagt, nicht Uri. Oh, jetzt habe ich 5 gemacht. Na egal. So, das war das. Nehme ich mir direkt ein paar Samen mit. So. Das war übrigens eine richtig blöde Idee von mir, ne? Dass ich sage, pass auf, ihr schreibt jetzt mal alle Sprichwörter, die ihr kennt und mal wissen wollt, woher die kommen, in die Kommentare und dann checken wir das. War eine doofe Idee. Wir haben so unglaublich viele, ach komm, tun wir das da drunter. Einsendungen bekommen. Von wegen, was ist das und 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 das. Da kam wirklich einer und hat uns da 20 verschiedene Sprichwörter aufgeschrieben und ich habe so, what the fuck? Was willst du denn von mir? Lass mich in Ruhe. Ja, was muss, das muss, aber das werde ich dann demnächst zusammen mit dem Kritz machen. Oh fuck. Jetzt habe ich echt hier. Wobei habe ich 3 bekommen. Hallo, lass das bitte. Nee, mein Tag heute. Na gut, ich bin noch ein bisschen angeschlagen, aber was soll's. Richtig schön Arme rein und alles wegkotzen. Richtig geil. Alter, gibt das schon wieder. Weizen, ey, ohne Spaß. Ja, ist irgendwie doof, ne? Da lässt man 3-4 Tage die Minecraft-Folgen aus, weil man denkt, auch man hat ja Song Crusader und Spore. Dann schreien sie alle nach Minecraft. Wahrscheinlich seid ihr alles Abonnenten, die einfach alle nur Minecraft gucken wollen. Was ich natürlich nicht bedacht habe. Weißt du, da hat man Song Crusader und Spore und denkt sich so, ach, wir haben ja im Moment genug laufen, dann können wir kurz mal Minecraft pausieren, weil wir halt zu tun haben. Mit neuen Ideen etc. Wir sind ja am Plan wieder. Und dann haben wir erstmal 6D-Abonnenten, wo ich mir dachte, what the fuck? Ihr seid ja richtig mies.